Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Diablo 4. Wir haben das letzte Mal hier stehen geblieben bei der Quest rund um Gilias und Aneta. Aneta, die mittlerweile verschwunden ist. Keine Ahnung, ob wir sie jemals wiedersehen werden. Wir haben auf jeden Fall ein Achievement für das Ende ihrer Questreihe bekommen. Das legt eigentlich den Verdacht nahe, dass sie nicht nochmal auftauchen wird. Wobei man das in diesem Spiel wahrscheinlich jetzt noch nicht so pauschal sagen kann. Auf jeden Fall hat Gilias eine Folgequest für uns, die wahrscheinlich eher etwas mit ihr zu tun hat. Und da werden wir jetzt mal direkt einsteigen. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Die Kultisten, die dieses Gebiet heimsuchen, glauben, durch Rituale und Opferungen könnten sie als Nangari wiedergeboren werden. Der Gedanke ist natürlich lächerlich. Die Nangari scheren sich nicht um Verehrung. Aber vielleicht ein alchemistischer Prozess. Im Sumpf lebt eine mächtige Nangari-Totenbeschwörerin. Bringt mir das nekrotische Fleisch von einem ihrer Diener und etwas Schlangengift. Okay, interessant. Die Nangari übrigens, diese komischen Schlangenviecher, die wir schon oftmals gesehen hatten. Dafür müssen wir auch das Gebiet wechseln, so wie es aussieht. Also einmal hier in den Süden. Hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Hey, oh, was geht? Oh, roher Topas. Kein Platz mehr im Inventar. Was ist denn da los? Da müssen wir aber eben mal nach Zabenzet. Das hätte ich jetzt aber auch vor der Aufnahme noch erledigen können. Jetzt habe ich es nicht gemacht. Das kostet wertvolle Zeit. Nein, jetzt müssen wir mal eben gucken. Erstmal würde ich sagen, legen wir die Edelsteine weg. Das können wir hier vorne machen. Lorat und die anderen chillen immer noch ihre Base. Statt die Welt zu retten. Unfassbar. Unfassbar. So, was haben wir da? Die kommen jetzt alle erstmal weg. Alleine dadurch gewinnen wir ja schon einiges an Platz. Johanna. Ach, jetzt steht sie hier. Was ist mit Morgans Torheit geschehen? Morgans Torheit war eine Zakarum-Festung. Ein Stützpunkt für unsere Einsätze. Doch sie ging vor Generationen verloren. Meine Herrin Johanna versammelte eine Gruppe von Kreuzrittern, um sie zurückzuerobern. Um unseren Vormarsch zurück in den Sumpf für die Suche nach Akarat anzutreten. Aber doch es verlief nicht wie erhofft. Manche sind verwundet zurückgekehrt. Andere, wie meine Herrin, sind gar nicht zurückgekehrt. Ohne eure Hilfe wäre ihr Name auf ewig verloren gegangen. Tja, zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Johanna, ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Ach, es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, ich bin so sicher, wie man es in diesen Sümpfen erwarten kann. Ich hätte es kaum geschafft, die letzten Riten für die Kreuzritter zu vollziehen, bevor ihre Leichen sich gewandelt haben. Zum Glück konnte ich mich daran erinnern, was meine Freundin Srinka über brennende Leichen gesagt hatte. Ich denke, Akarat würde mir vergeben, dass ich nicht alle Riten korrekt vollzogen habe. Hm, okay. Was werdet ihr jetzt tun? Eine berechtigte Frage. Eine, über die ich selbst nachdenke. Ich sehe, wie unser Volk leidet. Ich bekomme mit, wie sie reden, wie ihr Glaube schwankt. Ich möchte helfen, aber ich fürchte, dass unsere Probleme zum Teil auf unseren Glauben zurückzuführen sind. Wir weigern uns, dazuzulernen, uns anzupassen. Ihr habt Morgans Werk gesehen. Ihr habt gesehen, wohin unser Glaube uns führte. Ich hoffe, unser Glaube kann sich wandeln, so wie ich mich verändert habe. Und dass wir den Sumpf zu unserer Heimat machen können. Ich weiß nicht wie, doch zumindest vorerst gilt es, mit Freunden etwas zu trinken. Noch etwas Tee? Jetzt nicht. Eigentlich muss ich noch so die Welt retten und sowas. Also nicht unbedingt wichtige Sachen. Also das Tee trinken ist eigentlich knapp dahinter in der Relevanz. Aber naja, mal schauen. Ja, ich bin auch gespannt, ob wir den Sumpf noch irgendwie etwas wohnlicher machen können. Wir haben da ja offenbar mehrere Fraktionen, die da ein Wörtchen mitzureden haben und die nicht unbedingt wollen, dass sich da die Kreuzritter dort niederlassen oder da herumlaufen. Wir müssen jetzt mal eben gucken, wir haben doch hier irgendwo da den Juwelenschmied. Wir müssen nämlich hier mal etwas entsockeln. Dann kriegen wir dann auch direkt zwei davon wieder. Wir haben relativ viele legendäre Gegenstände schon wieder, sehe ich, wobei so viele sind das jetzt auch nicht. Wo ist denn der Schmied? Der ist hier oben. Da können wir nämlich dann mal direkt auch etwas loswerden wieder.
Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Oh, der ist tatsächlich... Ja, wobei, nee. 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 Rang für Blitzspeer, nee. Nein. 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 Kann man noch verwenden? Nein. Nein, kann man nicht. Weg damit. Was war das? Ach ja, genau. Nee, den machen wir auch weg. Genauso wie den jetzt final. Ja, komm, den machen wir jetzt auch weg. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Der sieht, wobei Eisklingen, nee, auch nicht. Den hatte ich mir nochmal aufbewahrt, ne? Den lassen wir nochmal. So. Das ist doch schon mal wieder etwas mehr Platz. Und es sollte, ja, für die nächste Stunde wahrscheinlich ausreichen. Mal gucken. Kehren wir erstmal zurück. Und schauen uns an, wo wir jetzt dieses Schlangengift bekommen. Und dieses nekrotische Fleisch. So. Und schon sind wir angekommen, wo wir ankommen wollen. Kümmern wir uns erstmal ein wenig um diese ganzen crappigen Viecher hier, mit denen wir es zu tun bekommen. Totenschwörer den Angari. Gefährlich. Da haben wir das nekrotische Fleisch schon sehr gut. Davon brauchen wir ja auch offenbar nur eins. Schlangengift. Noch mehr Schlangengift. Auch. Okay, der wächst schnell nach. Das ist natürlich ein kleines Problem. Aber wir haben hier den. Schrein des Schutzes. Boah, wie überall neue Nangari aus dem Boden kommen. Auch erledigt. Oh, hier ist auch noch viel mehr Schlangengriff gedroppt. Meine Güte. Ja, und schon haben wir alles, was wir brauchen, um die Quest abzuschließen. Ist hier sonst noch irgendetwas? Nee, zumindest können wir hier nichts sehen. Der verrottende Deich. Auch wieder ein neues Gebiet. Was mir übrigens aufgefallen ist, ist, dass das Spiel nicht wirklich viele verschiedene Gegnertypen hat, oder? Also wir haben hier so diese klassischen Gegnertypen, die wir eigentlich in jedem Gebiet auch mal irgendwo schon mal gesehen haben. Einfach nur in einer anderen Farbgebung. Finde ich ein bisschen schade. Ich mag eigentlich so Spiele, wo wir so zig verschiedene Gegnertypen haben. Es kann ja sein, dass wir nachher noch in die Hölle kommen. Ich weiß es nicht. Und dass da noch viele verschiedene Dämonen auf uns warten. Aber bisher ist es ein bisschen mager, finde ich, für ein Spiel, was eigentlich diesen Umfang hat. Gut. Ja. Gebt mir nur einen Moment. Dann brauche ich euch wieder. Na, dann wollen wir ja mal sehen, ne? Da haben wir auf jeden Fall hier mal eine Truhe bekommen. Elixier. Gutes Stichwort. So. Sie hat jetzt irgendwas damit gemacht, ja? Ja. Was kommt als nächstes? Der Trank steht bereit. Um sicher zu gehen, sollten wir ihn an Kultisten und Nicht-Kultisten testen. In diesem Gebiet gibt es viele Banditen. Findet welche. Gebt ihn in ihr Essen und beobachtet, was geschieht. Wiederholt das Experiment dann mit den Kultisten im Süden. Kehrt mit den Ergebnissen zu mir zurück. Okay, das heißt, ich gebe denen jetzt literally Gammelfleisch zu essen. Oder wie darf ich das verstehen? Sorry, es ist ein Trank, also püriertes Gammelfleisch. Na gut. Fangen wir hier an. Findet das Banditenlager. Kann ja nicht so schwer sein. Ups. Das war falsch. Toll. Jetzt brauchen wir erst die Abklingzeit. Die müssen wir jetzt erstmal abwarten, bevor wir überhaupt wieder aufs Pferd steigen können. Kein Banditenlager.
Wo ist das Banditenlager? Wo ist es? Das muss doch irgendwo sein. Seriously, wo ist das Banditenlager? Oder ist es hier hinten irgendwo? Nein. Hier oben ist es auch nicht. Ich meine, wir haben hier jede Menge Kopfgeldjäger und so eine Scheiße. Oder wie auch immer sie heißen, diese Schlägertypen. Hier ist auch ein Banditenlager, oder nicht? Gilt das nicht als Banditenlager? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir hier gar nichts finden. Hier ist auch nichts. Oder ist das hier in dem Keller oder was? Das ist das Grab. Nee, das ist es irgendwie. Nicht das Banditenlager, was? Ich brauche mehr Zeit. Hier ist nichts. Doch. Ach, hier! Okay, das habe ich gar nicht als Banditenlager verstanden, sondern nur als kleiner Rastplatz oder was. Versteckt euch in der Nähe des Kochtopfes. Die gehen mit gezogener Klinge an ihren Kochtopf, alles klar. Okay, sie sterben. Wie überaus verwunderlich. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, wo doch Schlangengift da drin war und komisches, püriertes Gammelfleisch. Kann ja gar nicht sein, dass ein Mensch daran sterben könnte. Also, wow. Bahnbrechende Erkenntnisse hier auf jeden Fall an der Stelle. So. Oha. Da haben wir wieder die Nangiri. Oder Nangari. Vorsicht. So, hier ist jetzt irgendwo noch ein Lager. Und diesmal wissen wir, was das Spiel als Lager bezeichnet. Und finden es deswegen hoffentlich auch schneller. Hier ist bisher nichts zu finden. Vielleicht ist das aber auch eher hier unten. Hier ist es nicht. Es ist hier oben. Also hier ist es nicht. Okay. Hier oben ist es auch nicht, aber ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Krawall hier. Krawall und Remi Demi! Aua. Mein Gott, ist das schon wieder viel hier. Schon wieder völlig übertrieben, sowas. Ja, wie kannst du nur? Wie kannst du es wagen, kein Mana mehr zu haben? Ganz, ganz schlimm. Und sowas nennt sich Retterin der Welt. Wobei, noch sind wir das ja gar nicht. Ah, ja. Ja, das sieht doch auf jeden Fall einladender aus. Also, wenn die schon sowas naschen nebenbei, dann wird ihnen dieses Schlangengift nichts ausmachen. Ja, gut versteckt hier. Stehend. Ah, nee, immerhin ducken wir uns. Na, das wird die ja wohl kaum aus den Socken hauen. Die werden nicht mal eine Veränderung spüren. Okay, lol. Es gibt literally einfach keinen Unterschied. Die sterben alle an dem Zeug. Ich meine, das war Tönnies Fleisch. Was willst du da erwarten? Das kann halt nicht gut ausgehen. Eine weitere Statue entdeckt.
So, nun sprechen wir wieder mit Gullias. Ah ne, guck mal, das ist hier ein ganz neuer Pfad, den ich jetzt versehentlich antreten wollte. Für Gullias müssen wir hier lang. Ja, das Reittier ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung zum Spiel. Man kommt wirklich schneller von A nach B. Vor allen Dingen, wenn man halt noch keine Schnellreisepunkte in der Nähe hat. Beide Gruppen sind gestorben. Nicht unerwartet, aber doch enttäuschend. Vielleicht finden diese Fanatiker noch einen Weg. Doch vorerst gibt es zumindest weniger von ihnen, die Probleme machen. Na immerhin, das ist dann doch gar nicht so schlecht. Jo, damit haben wir die nächste Nebenquest abgeschlossen. Kriegen jede Menge Kräuterkunde-Stuff, das ist doch auch ganz gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier natürlich noch große Bereiche, die wir noch überhaupt nicht erkundet haben. Und in einigen davon werden wir wahrscheinlich dann auch die Nebenquests haben, die wir noch, ja, suchen eigentlich. Weil wir sind jetzt gerade mal bei 10 von 49. Das ist natürlich noch nicht besonders viel. Wir werden jetzt erstmal die Schattenfall-Quest noch machen. Das war in dem Dungeon hier, von dem Stützpunkt, den wir erobert haben. Findet Darrens Überreste in Schattenfall, heißt es hier. Und da müssen wir jetzt mal eben schauen, wo wir hier lang müssen. Wir können hier lang und dann einfach hier rüber. Ah, hier sind ja sogar noch Mobs, stimmt ja. Schnell entkommen. Ja, und dann nach Schattenfall. Einen Dungeon, den wir jetzt mal eben klären werden. Clearen. Befreit die Gefangenen. Also das ist jetzt die Quest, die wir halt ganz normal in dem Dungeon haben. Plus die Quest, die uns hierher geführt hat. Das sind zwei Quests. Und mal sehen, was hier noch passiert. Es scheint auf jeden Fall ein Kultisten-Dungeon zu sein. Magus, die Schlangenkults. So ein paar kleinere Kultisten hier, die mich jetzt aber nicht vor größere Herausforderungen stellen. Was haben wir denn hier? Noch bisher keine Gefangenen gefunden. Dabei sind es doch 7 Stück. Das ist eigentlich schon eine ganz stolze Menge. Da oben ist einer. Ja. Wird auch bewacht hier. Von ein paar Kultisten. Jorschak, der entstellte Aufseher. Aha. Entstellen wir ihn noch ein bisschen mehr. Und erledigt ist er. Und er hat sein Gebetsbuch vergessen oder verloren. Ich bin nicht sicher, ob unsere Gefangenen gepriesen oder bemitleidet werden sollten. Sie haben die Ehre, sich mit unseren Herren zu paaren. Der männliche Nachwuchs sollte uns die nötige Macht verleihen, das Lager von diesen Ketzern zurückzuerobern. Allerdings beneide ich sie nicht um den Prozess, der sicherlich tödlich endet. Der Dienst verlangt Opfer. Okay. Sehr verwirrend. Naja. Hätte ich das nicht geschafft. Naja, du hättest... Also ich habe dich gerade quasi davor bewahrt, einen Beischlaf zu empfangen, den du wahrscheinlich nicht hättest haben wollen. Ah ja. Darrens Überreste. Machen wir erstmal Inferno über Darren. Und hier so Kometen, die seine Lenden verglühen. Das klingt doch richtig, richtig nice. Okay, machen wir erstmal einfach alle Gegner tot hier. Damit uns hier keiner mehr stört. So, hi Darren. Dieser Trank sollte euch stabilisieren. Ein gewisser Martin hat mich geschickt, um euch zu finden. Er befürchtete das Schlimmste. Ah. Geht doch. Martin, dann ist er am Leben. Sieht so aus. Oh, was war in diesem Trank? Oh,
Meine Eingeweide brennen. Aber ich glaube, ich schaffe das. Naja, sei froh, dass das Ding nicht das von Gyllias ist. Der ist zur Ruhe gebettet worden. Der auch. Ja, und Darren hat es offenbar hier rausgeschafft. Eigentlich müsste er das auch schaffen. Ich meine, wir haben ja schon eine Schneise geschlagen bis zum Eingang sozusagen. Also sollte jetzt nicht allzu problematisch sein, da rauszukommen. Oh nein, ein Nangari. So, der nächste Gefangene. Seid gesegnet. Ja, gerne doch. Ich helfe, wo ich kann. Wenn ich einen von euch sehe, dann werdet ihr auch befreit. Wenn man sich überall schön durchbrutzeln kann, das ist wirklich, wirklich eine Augenweide. Keine Gefangenen hier. So, hier auch nicht. Vielleicht weiter hier oben. Schockender Magus des Schlangenpuls. Ja, der schockt mich auch echt. Wenn ich den so ansehe, da kann man nur geschockt sein. Der Gruftstab. Hier oben ist noch ein Gefangener. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das ist richtig, ja. Prächtige Truhe. Oh. Look at that, ein Totem der Urahnen sogar. Gleich müssten wir einen weiteren Paragon-Punkt bekommen. Besonders lange kann das nicht mehr dauern. Ach du meine Güte. So, hier kommen wir jetzt aktuell nicht weiter. Dafür müssen wir erst die restlichen zwei Gefangenen noch befreien. Wo mögen die denn stecken? Vielleicht hier? Da ist einer davon. Na, da sind auch beide. Das ist doch gut. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Boah, ein ganzer Haufen wieder hier. Meine Güte. Paragon-Punkt. Wir alle wussten, dass dieser Tag kommen würde. Begebt euch nach Brutkammern für Eier. Okay, da wissen wir direkt, was uns erwarten wird. Wir können aber vorher noch einen Paragon-Punkt vergeben. Hier haben wir den Glyphensockel. Da sollten wir uns auf jeden Fall hinbewegen. Wir könnten jetzt hier auf Intelligenz gehen. Willenskraft. Nicht physischer Schaden. Also Geschicklichkeit brauchen wir dafür aber. Nehmen wir mal hier lang und dann hier hoch und dann gucken wir, schlagen wir uns mal hier weiter durch. Wir wollen natürlich irgendwie beide. Ich meine, das sind seltene Knoten, dann möchten wir auch schauen, dass wir da irgendwie die beide Boni abgreifen können. Der Bonus ist schon immer ganz nett, habe ich das Gefühl. Okay, überlebt den Angriff. 21 Sekunden oder was da gerade stand. Da ist jetzt nicht so schwer, ne? Oh, wir haben hier zwei Elite-Gegner. Wovon einer schon mal down ist. Und der zweite auch. Die haben nicht mal irgendeinen Gegenstand verloren. Das ist ja schon ziemlich traurig. Zerstört Talisman der Augen. Okay. Dafür müssen wir erstmal gucken, was das sein soll. Hier ist nichts. Den Knochentalisman nehme ich gerne.
Oh, blutdurstiger Langzahn der Nangari. Ah, der hat sogar hier Vampire. Hat ihm aber auch nicht wirklich geholfen. Haben wir hier diese Talismane? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Objekte sind oder ob wir die zerstören können, wenn wir Gegner besiegen. Ja. Kann ich machen. Ah, immer diese komischen Kugeln, die einen stunnen. Wir kamen hier, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Sagte die, die krüppelnd am Boden liegt. Wir schaffen das nicht allein. Nee, obviously nicht. Sterbt ihr denn auch so schnell? Okay, nicht einer von denen lebt noch. Was kann ich dafür, wenn das solche Lappen sind? Die waren halt nicht dafür gemacht, Abenteurer zu sein. Also, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, was die jetzt wollten. Das war jetzt nicht so schlimm. Ups. Da muss man halt ausweichen, aber ich bin meistens nicht schnell genug dafür. Ja, hab immerhin trotzdem was gekriegt. Aber Obolusse müssen wir jetzt dringend mal ausgeben. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass ich die nicht mitnehmen kann. Weil ich's verpeile. Tschüss. Ah, da ist eins von diesen Dingern. So sehen die aus. Das ist damit gemeint. Also einfach nur so Türme quasi. Da ist ja schon mal jetzt der erste kaputt. Oh, ein Amulett. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, wo geht's weiter? Da ist schon das zweite Ding. Na, hervorragend. Da kommen wir ja sogar zu was. Erledigt. Kriegshack Düsterfaust. Alles klar. Das ist wohl der Justin Jerome in der Nangari-Welt. Oh, das tat weh. Okay, bleibt noch ein Talisman der Augen. Und das wird wahrscheinlich... Ja, hier oben ist es schon. Perfekt. Erledigt. Ah, Schattenfall abgeschlossen. Okay, dann gibt es in dieses Mal tatsächlich keinen Endboss. Keinen herkömmlichen Endboss. Bedeuten Ärger. Schon wieder. Oh. Okay. Abgeschlossen. Können wir so raus? Yep, können wir. Und da müssen wir noch mit unserem Questgeber reden. Wir haben ja immerhin seinen Freund gerettet. Da warten sie sogar schon. Hello. Ich habe euren verschollenen Freund gefunden. Er muss zu einem Heiler gebracht werden. Ich kann es nicht fassen. Hätte ich gewusst, dass er lebt, hätte ich eine Gruppe versammelt. Ich
Er hätte nie davonlaufen dürfen. Richtig, du Feigling. Ist schon in Ordnung, Martin. Ich will nur weg von hier. Langsam. Ich bringe euch zum Heiler. Ich danke euch, Wanderin. Ihr seid tapferer als die meisten. Akarat muss euch auf eurem Weg leiten. Das wird er, Freund. Das wird er. Ja, 30 Ansehen mal wieder. Wie weit sind wir da jetzt mittlerweile eigentlich bei dem Regionsfortschritt? Da müssen wir mal gucken. Ja, nicht mehr so fern. Dann kriegen wir noch einen Fertigkeitspunkt. Das ist doch mal ganz nett. Okay, als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt auch mal wieder um einen der Hauptquests. Und zwar würde ich gerne die mit Donen machen als nächstes. Das ist recht weit weg tatsächlich. Da müssen wir mal gucken. Also am schnellsten, ja, ist es sowieso mit Pferd, ist klar. Aber wir müssen dann einmal westlich und dann nach Norden. Können wir hier schon unser Pferd nehmen? Jo, können wir.